وهنقول حاجة، هنطلع من ده لحاجة تانية. هنطلع من ده هنقول انه طبعا اكبر دليل على كده، وهنجيب يعني بعض الادله، ولكن عندنا اكبر دليل موجود معانا دلوقتي، وهي القناه الالمانيه زد اف زد دي اف، القناه الالمانيه اللي هي رقم واحد الرسميه. خلي بالكم حطوا تحت الرسميه دي يعني 100 خط. ليه؟ لان دي الدوله، يعني دي القناه اللي بتمثل الدوله الالمانيه او تبع الحكومه الالمانيه. القناه دي جت مصر سجلت تقرير عن كل المعالم السياحيه في البلد، وطلعت منه على تنظيم كأس العالم واستعدادات مصر، راحت منه على النادي الأهلي، سجلت مع كابتن طارق محروس واللاعبين. الحقيقة يعني احنا عايزين دعاية لمصر أكتر من كده. إيه؟ القناة الرسمية الألمانية، وألمانيا من أكبر دول أوروبا، وصفحة يعني الصفحة بتاعت هذه القناة على السوشيال ميديا توصل ل 22 مليون. القناة دي جت مصر، هتشوفوا دلوقتي وجبنا لكم التقرير مترجم، وجابت كل المناطق السياحيه في مصر وجابت لقطات منها، راحت على النادي الاهلي، سجلت مع اللعيبه استعدادات اللعيبه لكاس العالم. الحقيقه في اكتر من كده دعايه لمصر، فدي من ضمن الاسباب الكتيره جدا للدوله المصريه انها اصرت على استضافه هذا الحدث، عشان سمعه مصر الخارجيه. زي ما احنا شايفين قناه زد دي اف اكبر قناه المانيه بتتكلم عن مصر، وعملت دعايه لمصر مجرد يعني ان هي استضافت او بتحتضن هذا الحدث الكبير. خلينا نشوف التقرير ده مترجم وارجع لحضراتكم تاني. Gerade für deutsche Touristen in der Regel eines der beliebtesten Urlaubsziele. Die Pyramiden von Gizeh, dort wo normalerweise tausende Touristen flanieren, herrscht fast Menschenleere. Das Land am Roten Meer hat die Corona-Krise extrem getroffen. Die Tourismusbranche durchlebt auch in Ägypten ihre schwerste Krise. Das Land meldet offiziell über 1000 Neuinfizierte pro Tag. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein. Das Auswärtige Amt sieht für Ägypten eine Teilreisewarnung vor. Vor nicht nötigen Reisen wird abgeraten. Das Leben in Kairo geht derweil weiter. Einen zweiten Lockdown gibt es quasi nicht. So auch beim größten Handballclub des Landes, Al-Ahli. Die Profis des Serienmeisters sind sehr stolz, dass die Heim-WM stattfinden kann. Ich denke, das ist etwas sehr Großes und Gutes, und es trägt zu unserem und Ägyptens Ruf bei, dass wir unter diesen Umständen eine Weltmeisterschaft organisieren können. Der Handball in Ägypten ist nach Fußball Volkssport Nummer 2. Wie auch in Europa leidet der Handball auch dort unter der Pandemie. Für den ägyptischen Nationalverband ist die Austragung dieser WM wichtig, finanziell aber auch in Sachen Wahrnehmung. Unter den Umständen der Corona-Epidemie sehe ich, dass die Ausrichtung der Weltmeisterschaft eine sehr gute Sache ist. Das ägyptische Handballteam kann mittlerweile mit der Weltspitze mithalten. Bei der letzten WM waren wir schon Achter. Auch weil der Unterbau in der Jugend stimmt. Der Hauptstadtclub Al-Ahli hat 3 Nachwuchsakademien mit über 300 Kindern aller Altersstufen. Von Jugendmannschaften bis zu den ganz Kleinen, die schon mit 6 bis 7 Jahren an den Handball herangeführt werden. Und eine entsprechende Siegermentalität wird ihnen schon früh mitgegeben. Dass ich gewinne und gegen jemanden spiele. Wenn ich gegen ihn spiele, dann ich möchte gewinnen. Der WM-Gastgeber gibt sich weltoffen. Junge Mädchen trainieren und spielen auch in Jugendligen. Eine Frauennationalmannschaft gibt es noch nicht. Grund: mangelnde Konkurrenz auf dem afrikanischen Kontinent. Handball ist bei Al-Ahli ein Familienerlebnis. So können junge Mütter ihren Lieblingssport sorgenlos ausüben. Nicht alle Frauen sind so wie wir. Es gibt Unterschiede und das hängt meist von den Familien selbst ab. Heutzutage hat sich in Ägypten die Kultur, Frauen auf das Haus zu beschränken, geändert, da viele Frauen hinausgehen und an vielen Lebensbereichen teilnehmen. In der Hochzeit der Pandemie eine Handball-WM mit 32 Nationen durchzuführen, ist ein gewagtes Unterfangen. Aber die Internationale Handballföderation mit dem ägyptischen Präsidenten Hassan Mustafa will es durchziehen. Dieser hat sich auf eine ZDF-Anfrage aktuell zur WM nicht äußern wollen. Nach seinem Namen ist übrigens die Halle benannt, in der die DHB-Auswahl ihre Vorrundenspiele austragen wird. Ob mit Zuschauern gespielt werden kann, ist noch offen. Zuletzt war eine Hallenauslastung mit 30% Handballfans im Gespräch. Das Hygienekonzept, ein skurriles WM-Werbevideo, soll Sicherheit suggerieren in einem Land mit eher laschen Corona-Regeln. Das deutsche Teamhotel liegt vor den Toren Kairos. Immerhin haben die Spieler in ihrer WM-Bubble einen Blick auf die Pyramide. يعني زي ما حضراتكم شايفين، يعني يكفينا فخرا، دي القناه الاولى الرسميه في المانيا بتسجل في مصر، زي ما شفنا في بدايه التقرير المعالم السياحيه المصريه، واكبر دعايه لينا دي الحقيقه في لمصر.
راحت على النادي الاهلي. الحقيقه التقريرين دعايه لمصر وبيوضح قيمه النادي الاهلي جوه مصر. لما شفنا التسجيل مع اللاعبين كابتن طارق محروس واللاعبين، وشفنا اللاعبين الناشئين كمان في اهلي مدينه نصر وهما بيتمرنوا، الحقيقه يعني الحدث ده احنا لينا مكاسب كتيره جدا جدا من وراه. وزي ما حضراتكم طبعا متابعين، المباراه يعني لسه شغاله ومصر الحمد لله متقدمه على تشيلي بشكل كبير. يعني ان شاء الله تخلص المباراه كده ويبقى ده اول خطوه لينا باذن الله في طريقه التاهل للدور الثاني باذن الله.